Hallo zusammen, wir sind wieder in meinem Schlafzimmer. Das heißt, es kommt das nächste Video aus meiner Kleiderschrank-Aussortieren-Reihe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Ende. So, ich bin durch mit dem Thema Kleiderschrank-Aussortieren, also Klamotten-Aussortieren. Gut, dass jetzt auch die letzten Reste kommen, also Röcke, Jacken bzw. Blazer. Und ich glaube, das war's. Ich hätte dann noch Sportklamotten und Bikinis, wenn ihr es unbedingt wollt. Dann würde ich dazu auch noch ein Video machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da. Dann würde ich den Teil auch noch filmen. Ansonsten sortiere ich das einfach aus, ohne es zu filmen. Ich habe ein paar Röcke und ein paar Blazer. Ich glaube, wir könnten hier recht schnell durch sein, je nachdem wie entscheidungsfreudig ich auch bin. Da gehört eigentlich noch ein Gürtel dazu. Das sieht ein bisschen schicker aus, aber den finde ich ganz cool. Der hat so Plissé-Falten. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den waschen soll. Den hatte ich nämlich schon mal an. Leider bei einem Lagerfeuer. Er stinkt ein bisschen nach Rauch. Und ich weiß nicht, wie ich ihn waschen soll, damit diese Falten nicht rausgehen. Vielleicht Handwäsche? Ich weiß es nicht. Aber das ist ein schöner Rock. Und den behalte ich. Dann als nächstes habe ich hier so einen grünen Rock. Und der hat Rocktaschen. Finde ich mega, mega cool. Und auch den mag ich sehr gerne. Der ist jetzt einfach nur ein bisschen verknittert. Den muss ich einmal bügeln. Dann ist er wieder fresh. Aber auch den finde ich sehr, sehr cool und behalte ich. Als nächstes den hier. Und ich finde den unfassbar cool. Aber immer wenn ich den anhabe und mich da drin bewege, dann rutscht der mir hoch bis unter die Achseln. Und das ist schlecht bei einem kurzen Rock, weil dann kann jeder meinen Hintern sehen. Also an sich finde ich den cool. Aber ich darf mich in dem nicht bewegen oder ich bin die ganze Zeit nur so am runterzubbeln. Und das finde ich immer sehr nervig. Und deshalb werde ich den jetzt schweren Herzens aussortieren, auch wenn ich den eigentlich sehr cool finde. Aber es nützt nichts. Dann haben wir diesen Rock hier. Und der ist ja neu. Den habe ich bei Selfie gekauft. Secondhand. Verlinke ich euch das Video auch mal zu. Aber den finde ich immer noch sehr cool. Der bleibt. Dann kommen wir zu diesem Rock. Ich weiß noch nicht, ob ich die Farbe so gut finde. Das ist so ein dunkles Rot, aber auch nicht so ein richtiges Rot-Rot, Weinrot. Aber ich finde den von der Form und so echt schön. Ich glaube, den behalte ich mal noch. Dann eigentlich der gleiche Rock in Schwarz. Aber der hat so ein bisschen mehr Pilling schon. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas finde, damit man das wieder losbekommt. Es gibt ja so Fusselrasierer, vielleicht würde das ganz gut hier funktionieren, damit er aussieht wie neu wieder. Mal so an sich finde ich den auch echt schön. Mit einer dicken Strumpfhose vielleicht auch für den Herbst geeignet. Der darf auch bleiben. So, dann haben wir noch einen langen Rock. Das ist so ein Wollrock. Und der hat rechts und links einen Schlitz. Bin ein bisschen unsicher bei dem, wie ich den finde. Also an sich finde ich den auch nicht schlecht, aber ich greife auch nicht zu dem. Und der, wenn man läuft, macht er hier so diese Falten, also der schiebt sich auch so ein bisschen hoch. Den sortiere ich aus. Dann haben wir den Rock und den finde ich eigentlich richtig, richtig schön. Aber der sitzt knackig eng. Ich kann in dem nicht so wirklich große Schritte machen. Der ist nicht so richtig bequem, würde ich sagen. Der macht schon, glaube ich, eine ganz gute Figur so an sich. Aber der sitzt auch sehr, sehr knackig, sehr eng. Also ich merke, dass der hier an den Oberschenkeln ein bisschen einschneidet. Da habe ich einfach zu viel Booty für. Und den muss ich, glaube ich, schweren Herzens aussortieren. Vielleicht finde ich den nochmal bei Vinted oder Selfie oder auf sonst irgendeiner Seite in der Nummer größer. Der ist mir einfach ein Ticken zu klein. Aber der muss leider, leider gehen. Das nächste Teil ist ein Rock und den habe ich bestimmt schon seitdem ich 16, 17, 18 bin. Also sehr, sehr lange her. Finde den eigentlich auch ganz cool hier mit dem Reißverschluss. Aber ich habe halt leider nicht mehr den Booty wie damals mit 16, 17, 18. Ich krieg's nämlich nicht zu. Ja, schade. Also ich glaube, also ich könnte mich da wahrscheinlich schon reinquetschen. Warte mal, der ist ja ein bisschen stretchig. Ja, okay, ich krieg den schon zu. Aber Gott, der bewegt sich auch keinen Millimeter hier. Der sitzt press. Ja. Ich glaube, trage ich das noch? Werde ich den mal anziehen? Nee, ich habe den in den letzten 3 Jahren, glaube ich, nicht getragen. Den werde ich aussortieren, auch wenn ich den sehr, sehr schön finde.
Ich ziehe den nicht an. Wir sortieren ihn aus. So, zum Abschluss habe ich noch den Rock hier. Da weiß ich jetzt gerade auch nicht, was ich mitmachen soll. An sich finde ich es nicht verkehrt, einen einfachen schwarzen Rock zu haben. Die Frage ist, trage ich den noch so kurz? Rocke ich diesen Rock? Ja, auf der anderen Seite schadet es auch nicht, den im Schrank zu haben, oder? Das ist so ein 50-50. Ich weiß auch nicht, ob ich den vermissen würde, wenn ich den nicht mehr im Schrank hätte. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit dem machen würdet. Behalten oder aussortieren. Ich bin mir unschlüssig. Und dann ist das auch der letzte Rock, den ich habe. Und wir machen weiter mit so Jäckchen, Blazern und so weiter. Let's go. Dann kann sich das so dramatisch umschmeißen unter den Arm. Aber ich fühle es ehrlich gesagt nicht mehr und deswegen werde ich die aussortieren. Die geht. Als nächstes habe ich die Strickjacke. Die ist super lang und ich finde die sehr, sehr cool. Die habe ich auch noch mal in einer helleren Farbe, aber die helle Farbe ist gerade, das ist so ein Hellgrau, die ist gerade in der Wäsche. Deswegen kann ich die euch heute nicht zeigen, aber ich werde beide behalten, weil ich finde beide ganz cool, beide ganz schlicht. Ja, dürfen bleiben. So, dann habe ich dieses wilde Teil hier mit, ja, keinen bis sehr kurzen Ärmeln und lustigen Fransen. Und das hängt bestimmt seit 2 Jahren oder so in meinem Schrank und ich habe es nicht ein einziges Mal angehabt oder auch nur in Erwägung gezogen anzuziehen. Und deswegen darf die gehen. Weiß gar nicht, trägt man sowas noch? Trägt man sowas wieder vielleicht? Weil die habe ich auch schon ein paar Jahre länger. Ja, werde ich aussortieren. Als nächstes kommt eine Jacke. Und die hängt, seitdem ich sie habe, bei mir im Schrank. Und für mich ist die Frage, ist jetzt die Zeit gekommen, diese Jacke zu tragen oder sortiere ich sie aus? Weil ich habe ein paar andere Jacken, die ich definitiv aussortieren werde. Und es könnte sein, dass jetzt die große Zeit für diese Jacke gekommen ist. Ja, an sich ist die nicht schlecht, oder? Hat sogar eine Kapuze. Ich glaube, die ist auch sehr warm, so wie sich's aktuell anfühlt. Aber ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Finde ich die cool oder nicht? Ich glaube, da muss ich im Schnitt nochmal entscheiden, was ich mit der mache. Ob ich die behalte oder nicht. Gelb mag ich ja eigentlich schon. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu der Jacke sagt. So, das ist die erste, die ich aussortieren würde. Das ist eine Jacke, die habe ich schon sehr, sehr lange. Und da ist ein Dextro Energy in der Tasche. Und irgendein zusammengekrümpfelter Einkaufszettel. Wunderbar. Die werde ich aussortieren, weil die schon so ein paar Brandlöcher und sowas hat, weil ich die früher ganz gerne bei so Lagerfeuersachen und so angezogen habe, weil es eben schon eine alte Jacke war und ich immer gedacht habe, ja, irgendwann schmeiße ich die weg und so lange können wir die noch abrocken und ich glaube, jetzt ist einfach der Tag gekommen, wo ich sage, wir sortieren die aus. Endgültig. Als nächstes mein Mantel und den finde ich sehr schön, aber der ist schon ungefähr 20 Mal genäht worden. Also hier hat er auch so ein paar Löcher. Hier ist das Loch genäht worden. Ja, der fällt einfach jetzt langsam auseinander. Und es wird Zeit, dass ich mir einen neuen suche. Ich bin schon länger auf der Suche nach was Neuem, was mir gefällt. Habe bisher aber noch nichts gefunden. Und solange ich noch nichts Neues habe, werde ich den noch behalten und anziehen, bis wirklich nichts mehr zu retten ist bei dem, weil ich den wirklich sehr, sehr gerne mag. Und sehr schön finde, sehr elegant finde. Auch wenn man den hier so hochstellt und die Knöpfe zumacht. Sieht sehr cool aus einfach. Ich finde den mega gut. Aber ja, bis jetzt habe ich da noch nichts gefunden, was mit dem ich den ersetzen könnte. Und solange hebe ich den eben noch auf. Aber dem seine Tage sind auch gezielt. Als nächstes habe ich diese Kuscheljacke. Die habe ich auch bei Selfie für einen guten Preis bekommen. Sehr günstig. Und die werde ich dieses Jahr auch definitiv im Herbst anziehen. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, bis ich die dann tragen kann. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das wird gut. Die Jacke habe ich auch bei Selfie gekauft und habe ich jetzt in den letzten Tagen auch noch getragen. Ich hoffe, dass es noch ein paar Tage gibt, an denen ich die tragen kann und es jetzt nicht gleich direkt super kalt wird, sondern so die noch ein bisschen als Übergangsjacke durchgeht quasi. Ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich fühle mich da drin immer sehr, sehr cool, wenn ich die anhabe, muss ich sagen. Also die mag ich gerne. Und ich hoffe, dass ich die auch noch ein bisschen tragen kann. Aber die bleibt auf jeden Fall auf. Ach, guck mal, 2 Euro. Schon jetzt meine Lieblingsjacke. Haben wir Geld drin.
Nee, ich mag die auch. Das ist auch so eine Jacke, die ziehe ich an und ich fühle mich einfach sehr, sehr cool da drin. Die ist auch sehr cool für den Übergang jetzt, wenn es noch nicht so richtig kalt ist. Ich mag die Farbe, ich finde, die steht mir gut. Ja, auch die bleibt. Das hier ist meine Winterjacke. Auch die mag ich sehr, sehr gerne. Auch hier ist jede Menge Zeug drin. Ein Bonbon. Irgendwelche Masken. Schön. Ich mag die sehr, sehr gerne, aber die Tage von dieser Jacke sind auch einfach schon gezählt, weil die auch anfängt auseinanderzufallen. Und das finde ich sehr schade. Ich habe die schon sehr, sehr lange. Die hält auch richtig gut warm. Aber auch hier bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. Und bis ich einen gefunden habe, werde ich die noch haben. Aber sobald ich eine neue Winterjacke gefunden habe, die mir gefällt, werde ich die austauschen. Bei der bin ich unsicher. Ich mag die an sich auch wirklich gerne, aber die sitzt schon sehr eng irgendwie. Also da kann ich keinen dicken Pulli drunter anziehen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, bei den anderen ist das besser, die ich habe. Die hat den Vorteil, dass die eine Kapuze hat, aber richtig wasserdicht ist die auch nicht. Also wenn man damit richtig in den Regen kommt, ist es auch keine gescheite Regenjacke. Ich glaube, die werde ich aussortieren. Die Jacke, in der fühle ich mich auch immer sehr cool, wenn ich die anziehe. Die ist halt schwarz. Wie ihr seht, ich habe keine Lederjacke. Das ist dann immer so diese Go-To-Jacke, die ich anstatt einer Lederjacke anziehe. Und ich mag die. Ich finde die cool. Auch die darf bleiben natürlich, weil ich fühle mich cool. Und dann darf ein Kleidungsstück bleiben. Das waren jetzt alle Draußenjacken. Und jetzt kommen Blazer und Outfit-Styling-Jacken. Weil ich finde, solche Jacken sind oftmals nicht Teil vom Outfit, sondern einfach nur, um rauszugehen. Und jetzt kommen Jacken, die ich als Outfit mit einem plane, style. Wisst ihr, was ich meine? Wir starten mit dem ersten Blazer. Und den mag ich ganz gerne. Der glitzert so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wie der glitzert. Das Einzige, was mich stört, ist, manchmal hat er so kleine Fäden, die hier so abstehen. Die kann man in der Regel aber ganz gut wegschneiden, ohne dass groß was passiert. Von daher finde ich den gut und der darf bleiben. Und den mochte ich eigentlich auch immer ganz gerne. Jetzt habe ich den aber angezogen und dachte so, also werde ich den aussortieren. Gefällt mir nicht mehr, ich fühle es nicht mehr. Und dann hat vielleicht jemand anderes Freude damit. Wird aussortiert. So, jetzt haben wir den Blazer hier. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Richtige drunter an. Weil eigentlich würde ich den ein bisschen hier eher tragen, aber mit dem Langarm geht es jetzt gerade nicht so optimal. Aber ich weiß, dass ich den sehr gerne mag, dass ich den auch regelmäßig anhabe und deshalb werde ich den behalten. Das nächste Teil ist ein einfacher schwarzer Blazer und der passt. Ich habe ja sehr viele bunte Anzughosen und da passt es eigentlich dann immer ganz gut dazu, wenn man oben neutral ist und unten farbig. Von daher werde ich den behalten. Den Blazer habe ich auch schon viel zu lange. Also der ist schon sehr, sehr alt. Der war Teil von so einem Kostüm im Endeffekt. Ja, habe ich die letzten 6 Jahre mindestens nicht getragen. Und ja, hat seine Dienste getan, aber darf jetzt auch gehen. Auch den mag ich sehr gerne. Ich finde die Farbe ultra cool. Sitzt auch noch gut und werde ich behalten. Mag ich. Der hier ist jetzt natürlich auch nicht optimal mit dem Langarm unten drunter. Aber ich fühle ihn auch nicht mehr so von der Länge, vom Schnitt her. Von daher wird er auch aussortiert. Auch wenn er ein ganz süßes Innenmuster hat mit diesen Pünktchen. Aber ja, ich fühle es nicht mehr und deswegen sortiere ich ihn aus. Auch der hat eigentlich das Langarm-Kurzarm-Problem. Also den würde ich eigentlich auch hier hochschieben noch ein Stückchen. Aber den mag ich auch sehr gerne. Die Farbe cool und der darf bleiben. So, wir kommen zu den letzten beiden Teilen und das ist was, was ich doppelt habe. Ich habe es in 2 verschiedenen Farben. Ich habe es einmal in diesem Blau und ich finde die an sich auch immer noch cool, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch anziehe. Ich glaube schon. Ich zeige euch mal noch die andere Farbe. Grün, also die ist minimal anders. Aber ja, für mich ist das eigentlich die gleiche Jacke in 2 verschiedenen Farben. Und ich finde die eigentlich beide ganz cool. Und ich behalte die, glaube ich, auch nochmal. Und dann schauen wir mal in Zukunft, wie häufig ich die trage. Und wenn ich sie jetzt im nächsten Jahr nicht trage,
Dann werden die aussortiert. Dann haben die ihre Dienste getan. Und jemand anderes darf sich an ihnen erfreuen. So, und dann sind wir damit fertig mit dem Kleiderschrank, mit meinen Jacken, Blazern und Röcken. So viel ist gar nicht gegangen. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Röcke aussortiert, 2 Strickjacken, 3 oder 2 normale Jacken und 3 Blazer. Also irgendwie 11, 12 Sachen. Gar nicht mal so viel, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel. Also ich finde, ich habe sehr viele Draußenjacken. Jetzt, wo ich die alle mal angezogen hatte, fand ich das schon viele. Da bin ich auf jeden Fall gut ausgestattet. Brauche ich in nächster Zeit keine kaufen, außer eben diese beiden, die ich ersetzen möchte. Und auch bei Blazern bin ich, glaube ich, ganz gut ausgestattet mit dem, was ich habe. Ja, bin ich gerade ganz zufrieden mit allem. Das war die kleine Aussortieren-Reihe-Serie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!